Hey Leute, herzlich willkommen wieder auf unserem Kanal. Ich bin's wieder, euer Simon, und ich heiße euch herzlich willkommen auf der Karte Mission zu einem kleinen, flockigen Frei für alle. Diesmal ein bisschen mit meiner MSR unterwegs. Das geht so in die Richtung schon mein Quickscope-Tutorial. Aber ich will heute eigentlich gar nicht so viel über das Quickscopen labern, sondern ein anderes wichtiges Thema. Eigentlich wäre das eher ein Thema für meine Mecker-Ecke, aber dachte ich so, komm. Ich habe jetzt schon so viele Mecker-Ecken hochgeladen, da versumpft fast schon ein bisschen das Quickscope-Tutorial. Dann packe ich das Thema einfach da rein und ihr könnt nebenher ein bisschen Sniper-Action genießen. Was heißt Sniper-Action? Es ist mehr ein bisschen Hardscopen. Aber ich muss auch sagen, ich habe in letzter Zeit nicht viel MW3 gespielt. Da war einfach mehr StarCraft und Battlefield dabei und das war, glaube ich, mein drittes Gameplay. Und ja, es dauert immer wieder ein bisschen kurz, bis man reingekommen ist. Aber guckt euch einfach das Video an. Ich starte einfach mit dem Thema, was ich mir vorbereitet habe. Und zwar folgendes. Die meisten haben es ja mitbekommen. Robert Bowling ist weg. Auf den will ich auch gar nicht großartig eingehen. Zudem soll sich jeder seine eigene Meinung bilden. Viel wichtiger finde ich einfach dieser Modern Warfare 3 Blackout Day. Ich denke, ihr habt es mit Sicherheit schon mitgekriegt. Viel was drüber gehört. Die einen finden es gut, die einen finden es schlecht. Kurz zu den Fakten, ein User auf YouTube hat, ich werde euch den Link in die Beschreibung mit reinposten, hat aufgerufen, am 20. April 2012 kein Modern Warfare 3 zu spielen. Jetzt können natürlich viele sagen, boah, ja, es gibt weltweit mehrere Millionen, die das Spiel spielen, warum sollte das was bringen, wenn den Preis nicht machen? Ist eine berechtigte Frage. Ich weiß aber, dass es auch bei Battlefield 3 die Community gemacht hat und das wirklich was gebracht hat und EA auf die Community dann eingegangen ist, um wirklich wichtige Sachen zu fixen. Nun, wir brauchen uns ja nichts vormachen, es gibt bei MW3 wirklich viel, was zum Fixen wäre und zum Richten, worauf die Entwickler irgendwie anscheinend keine wirkliche großartige Lust haben. Und ich denke, das ist einfach eine sinnvolle Sache, ein Statement einfach mal zu setzen. Hey, wir sind die Leute, die MW3 oder Call of Duty zu dem gemacht haben, was es ist. Und zwar der umsatzstärkste Ego-Shooter überhaupt. Und es ist eine Schweinerei, wie ihr mit uns umgeht. Es werden statt Sachen zu fixen, werden neue Karten reingemacht. Dann wird auf einmal, kommt oft die Idee, ja, man könnte ja noch diverse Waffen-DCs machen. DLCs heißen die, glaube ich. Aber so Sachen wie FMG 9 Akimbos, die werden durch Zufall stärker beim Patchen. Lag Conversations werden eingeführt. House Migrations. Das sind alles so Sachen, wo man denkt, hey, das muss man doch einfach mal fixen. Und da denke ich, ist dieser Blackout Day wirklich eine sinnvolle Sache. Klar, das kann natürlich jeder halten, wie er will für sich. Ich für meinen Teil sage mir, ich werde auf jeden Fall mitmachen. Ich werde an dem Tag auf jeden Fall MW3 boykottieren, weil es gibt auch noch andere tolle Teile von Call of Duty zum Spielen oder es gibt auch noch ganz andere Spiele. Ich meine, ihr seht es auf unserem Kanal, da ist noch StarCraft dabei, Battlefield wird den nächsten Tage folgen, weil wir dann noch nicht so genau wissen, wie wir das auf unserem Channel mit reinpacken. Es gibt genug Spiele und ich denke, einen Tag mal MW3 nicht spielen wird die meisten nicht umbringen. Klar, ich will natürlich jetzt keinem hier die Meinung vorne wegnehmen und sagen, hey, du musst jetzt. Ich meine, letztendlich ist es jedem selbst überlassen. Aber ich denke mir einfach, wenn man es nicht probiert und sich einfach nur hinstellt und meckert und schimpft und tut, aber dann mal die Chance hat, was zu machen und dann nichts macht, dann darf man sich auch nicht hinstellen und meckern. Aber wenn man es probiert hat und sagt, hey, ich war dabei und es ist einfach Fakt, dass IW dann trotzdem auf die Community pfeift, das sagt mir schon mal, dass ich mir das Black Ops 2 für dieses Jahr nicht kaufen werde. Ganz einfach. Weil ich unterstütze mit Sicherheit keine Firma, die auf die Community pfeift, die der das Geld bringt. Also Leute, oh, sorry wegen meiner Nase. Das Kackwetter irgendwie. Naja, egal. Bildet euch eine eigene Meinung drüber. Ich poste auch den Twitter-Link von demjenigen mit rein. Wie schon gesagt, Leute, macht euch da ernsthaft mal Gedanken drüber. Informiert euch ein bisschen und entscheidet dann wirklich nach gutem Gewissen. Weil ich finde es eine sinnvolle Sache. Ich finde es gut, ich werde mitmachen. Entscheiden müsst ihr das aber
Weil ich denke, wenn man einmal als Community zusammensteht, dann hat man schon was zu melden gegenüber den Publishern oder den Programmierern. Aber wenn man halt sagt, man will nichts machen, aber lieber meckern, dann hockt euch in eine Ecke rein, geht in den Keller runter, meckert weiter. Aber ich finde, es ist immer sinnvoll zu kämpfen und dann kann man meckern, wenn es nicht klappen sollte. Aber wenn man sich hinstellt und gar nichts probieren will, aber trotzdem meckert, das ist einfach der falsche Weg. Oh, meine Nase. Die bringt mich um. Also Leute, das Gameplay, das ist auch wieder gleich zu, vorbei. Die nächste Montage ist in Arbeit. Die müsst auch. Die ist kurz probeweise hochgeladen worden. Die kommt morgen, denke ich mal, werden wir sie veröffentlichen. Spätestens morgen. Und wie immer, Leute, lasst mir eure Meinungen auf dem Channel da. Lasst uns ein Abo da. Folgt uns auf Twitter. Habt ihr auf dem Startbildschirm. Und macht euch Gedanken über den Blackout Day und ich sage bis zum nächsten Video, euer Simon.